Here we go, Eligella. Ooh, why always me? Ooh, Eligella. Like I'm Balotelli. Eligella, you're the best, man. Love you. Why always me? Congratulations, Elias. I'm a big fan and I see your video in YouTube. Why don't you see? So, meine lieben Freunde, es gibt eine richtig geile Aktion bei ESN und zwar geht die noch bis zum 22.05. Ihr spart da 20% auf die ESN Bestseller und 30% auf Crank Energy Produkte. Hier die Bestseller zum Beispiel Isoclear, gibt es in verschiedenen Geschmackssorten, sage ich ja auch immer wieder. Omega 3 auch super, auch für die allgemeine Gesundheit kann ich jeden von euch empfehlen. Die Designer Bars, Klassiker, gibt es auch in verschiedenen Geschmackssorten. Auch richtig gut, könnt ihr gerne abchecken. Momentan bin ich ein bisschen auf den Reispudding-Film. Könnt ihr auch gerne mal probieren. Mit ein bisschen Zimt und so. Schmeckt wirklich sehr, sehr gut. Und es gibt übrigens einen neuen Isoclear-Geschmack. Wassermelone. Könnte sehr geil für den Sommer sein. Ich hau euch meinen Link hier rein. Checkt das gerne ab. Liebe geht raus. Guten Stream, bis später, mein Nutzer. Fahr vorsichtig. Wo, also, Digga, es kackt die ganze Zeit ab, Mann. Ich habe alles probiert, Chat. Hier war jemand, Reggio war hier. Er war mit jemandem im Discord von der IT. Jemand, der das Spiel hat. Kackt es bei euch auch die ganze Zeit ab, das Spiel? A few moments later. Lüfter? Funktioniert. Oh! Okay, wir sind drinne. Okay, dann können wir jetzt Dings da anschließen. Ja, so, ja, alles dran montieren. Gut, wir sind drinne. Super. Also das Lenkrad ist safe eingestellt. Weil hier, guck mal, ich kann hochschalten. Guck, jetzt schalte ich runter. A8. Ne, okay, ne, doch nicht. Habt ihr auch die Software fürs Lenkrad runtergeladen? Nope. Nein? Nope. Aber das Lenkrad hat doch... Also, oh, oh. Wie bremse ich? 2000 Euro Schaden. Wir sind drin! Stark. Wir sind drin! Ja, hier mal kurz rückwärts ansetzen den Scheiß. Soll mich nicht nerven. Kurz mal warten. Gehen wir einen Gang rein. Warte mal ganz kurz. Und jetzt geht's hier nämlich los. Scheiße, ne? Ich komm mal hier mit einem Arm raus. Gleich kommt meine Kippe. Mach ich gleich türkische Musik an und dann wird hier gefahren. So nämlich. Welche Spur. So bin ich übrigens durchgefallen durch meine erste Prüfung. Alter! Digga, das fährt sich gar nicht so wie in echt! Digga, ganz kurz mal! Das ist ja viel empfindlicher! Also an alle, die sich fragen, was jetzt hier abgeht. Ich habe extra mir so ein Lenkrad organisiert. Eigentlich war das gedacht für eine Wind-Challenge, aber wir werden es heute nutzen, um ein bisschen durch die Gegend zu cruisen. Wir spielen LKW-Simulator. Wir haben hier auch eine Zigarette, die dient nur für meine Rolle, meine lieben Freunde. Ich rauche nicht. Fangt nicht an mit Rauchen. Es geht in die Türkei, meine lieben Freunde. Es geht in die Türkei. Recep, da hinten ein bisschen leiser. Kurve. 161 Kilometer, Bruder. Danach gehen wir kurz aufs Klo. Linke Spur. Fühlen sich hier alle cool, oder was? Dass sie mich überholen? Wie sieht's jetzt aus? Zu schnell? Gibt keinen zu schnell. Ich will nach Istanbul, oder? Unten rechts seht ihr Navi. Digga, ich sehe aus, als wenn ich auf irgendwelchen Techno-Clubs verteile. Also es geht heute noch nicht in die Türkei, sondern ich muss erstmal ein bisschen Geld sparen. Aber ich mach das gut. Chill ich hier ein bisschen, fahr durch die Gegend. Zu schnell. Warum denn zu schnell? 10 km/h, da passiert nichts. Die 50 Subs werden ohne Crash. Hey, ich schaff das locker. 62 Kilometer ohne Crash. Hier, mach ich dir fertig. Aber guck mal, ich bin gleich da. Erster Auftrag, hole ich meine Kohle. Und dann... Was dann, hä? Was dann? Sie haben gesagt, ich schaffe es nicht. Zum LKW-Fahrer. Jetzt bin ich hier und sag mir gerade meinen ersten Eintrag für 44.000 ein. Und es wird in die Türkei gehen. So, jetzt geht's hier runter. Rechts blinken, Schulterblick. Machst einen kurzen Arm, dass du reingehen willst. Lass mich mal rein. Und dann bist du drinne. 60, gehe ich runter vom Gas. So, guck mir hier ein bisschen die Landschaft an. Mach so den hier, so mit Handgelenk auf die Schulter nur. Ich zeig so ein bisschen hier. Siehst du die Bäume hier rechts? Ja, da hinten habe ich auch mal gewohnt. Und jetzt wohne ich da vorne. Wie entspannt, du lernst so voll Auto fahren. LKW-Simulator, man lernt voll, ist schon ein bisschen so wie in echt. Melle soll eine POV-Story machen. Oh, oh, warte mal. Immer Handy weg vom Steuer, ja, wenn ich fahre. Borsäure von Berlin nach Rostock geliefert. So, sag mal hier, guck mal, Kontostand 40.000 Euro. 88.000. Noch ein, zwei Aufträge, dann kann ich mir meinen ersten LKW kaufen. Brandneue Mercedes-LKW eingetroffen. Ja, hä? LKW, brandneu, wie teuer ist es denn? Sehe ich aus wie ein Millionär? Bald gehe ich hier hin, nach Istanbul. Norden. Jem, wir fahren bald nach Hause. Es geht bald nach Hause, Jem. Aber ich muss doch, Abi muss noch ein paar, hier. Ich muss noch ein paar Aufträge erstmal annehmen. So, wo kriege ich Kohle? Es geht hier nur um Kohle. 41.000, hier.
Von Berlin nach Rostock, mache ich euch fertig. Erwartet Montag 16:35 bis 23:15. Angebot läuft ab in 1:14, nehme ich an hier, von D. Mache ich. Und schon wieder ein Auftrag, ne? Weil ich ein Malocher. Weil ich Malocher, Chat. Weil ich in die finanzielle Unabhängigkeit möchte. Warte, ich mache erstmal Motor an. Guck mal, wie ich das Kettchen schnurren lasse. Hier mit deiner dicken Karre, hä? Mit deiner dicken Karre. Überholst du oder was? Hier wird erstmal den Weg abgesperrt. Scheiße, oder? Hinter mir. Bleib stehen. Warte, minus 120 Euro. Warum denn? Nein! Boah, geiles Lied, geiles Lied, geiles Lied. Oh, das ist der Vibe-Chat. In 172 Kilometern bin ich da. Sonne scheint, leere Straßen, ist ein Sonntag und ich mach trotzdem weiter die Arbeit. Ich versuche hier die 42.000 zu holen. Da ist Montag, ja, ist halt Montag. Montag 15:38. Geschwindigkeit plus 10. Was? 220 Euro? Ich war doch nur 10 drüber. Oh, Willi mit dem Raid. Willi, danke für den Raid, mein Bro. Ich hab einen neuen Job. Ich bin kein Schüler mehr. Ich werde LKW-Fahrer. So, hier wurde einer angehalten. Servus, servus, Kollege. Hä? Hast du ein bisschen Koks hinten? Kenn ich doch alle die Spielchen, wurde mir auch angeboten auf der Zahl. Wird man unter unseren Reifen nachgucken. Servus. Oh, es regnet. Ich weiß nicht, wie mein Scheibenwischer angeht. 100 Euro für eine rote Ampel. Servus. Steht denn hier für dicke Karren, hä? Ein Tesla. Ja, natürlich, oder? Und ich bin hier immer der, der das alles gibt. Ein BMW. Ein Tesla. Mal gegenfahren, oder? Scheiße, oder? So, scheiß Bonze. Und wieder zurück. Rückwärtsgang. Und jetzt ganz locker, hä? Was ist denn das hier für eine Scheiße? Stopp. Wieso? Was ist denn das? Hä, wollen die mich verarschen? Ich schwör's dir, warum geht das? Das geht in die entgegengesetzte Richtung. So, ist ja im Prinzip dasselbe, oder? Machst du dir dann fertig. Kannst du selber drehen, den Lachs. So. Besser steht er nämlich nicht mehr. Besser wird er nicht mehr stehen. Also er steht vom Prinzip her korrekt. So nämlich. Kontostand, warte mal. 83.000. Boah. Was zockt. Okay, ich muss jetzt rein. Ehrlich. Sehen wir uns, hä? Auf der anderen Seite. Servus. Ja, ein bisschen Bordstein mitnehmen. Passt. Ey, ich komm hier nicht mehr raus, ist unmöglich. Hilfe. Ey, wie komm ich hier raus? LOL, das ist mir gar nicht aufgefallen. Eine hat angerufen. Was labert ihr? Was? Das geht? Ja, Jungs, was soll ich machen hier? Ich komm nicht raus. Morgen breitet sich das Gewitterwetter über die Mitte aus. Es kann wieder zu stark werden. Immer Kackwetter hier in Deutschland. Ansonsten bleibt es freundlich mit wenigen Wolken bei 17 bis 28 Grad. Schöne Sache. Ey, ich schalte doch nicht meine Spur, du Arschloch. Immer LKW fahren, immer hupen. Servus. Servus. Überfahren, ey. Das war noch gelb. Das war noch gelb. Das war nicht rot. Das ist einer von mir, kenn ich schon länger. Haben zusammen die Auswertung gemacht. Ey, was geht denn? Wie geht's? Wohin geht's bei dir? Ja, ja, oder? Arrogant geworden, der Arsch. Was fährst du denn da, hä? Wie schmeckt mein Staubarschloch? Und rüber, Kurve schneiden, so nämlich. Oh. Sorry. Schön, ne? Ihr wisst nicht, wie Melina mich anguckt. Oh, jetzt lenk mich doch mal nicht ab, Baby. Ja, ich muss ja aufpassen. Ich habe eine wichtige Ware für den Kunden. 52.000 kriege ich dafür. Ich gehe Leerlauf. Ach, scheiße. Mach Tina ab, Tina ab. Gib alles. Ich bin gerade komplett drin. Boah, ist der Laber. Hey, was ist denn der BMW da? Oh, eine Aral-Tankstelle. Da muss ich auch mal demnächst tanken. Gibt's da vielleicht Vitamin? Aral hat Vitamin.
Geschwindigkeitsüberschreitung? Was? Die Bullen! Was, ne? Was ist? Gut, es wird ein EGTA-Simulator, schnell. Was ist, ne? Hat er blöd geguckt? Scheiße, oder? Ja, und schon wieder am Punkt. Was wollt ihr von mir? Hey, 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 was will denn da vorne? Es kann sein, dass ich gleich in den Knast gehe, wenn ich so auf wie ich hier geblitzt werde. Aber viele Blitzer gibt's denn hier? Ohne Sinn. Luca, danke für deinen Sub. Nein, jetzt mal ehrlich. Geschwindigkeitsüberschreitung schon wieder. Wie kann ich denn was überschreiten, wenn hier unbegrenzt ist? L drücken. Bei mir ist Tempomat anders. Guck mal, sogar der überholt mich. Nein. Hol ihn dir. Hol ihn dir. Das waren noch Lieder damals. Ihr müsst mir nachher irgendwie, ich muss schlau machen, wie diese eine Playlist sieht. Die war so, weil ich will auch zu den Liedern mitsingen. Vielleicht kommt hier Malekalle. Oh, schon wieder geblitzt, Digga. Ich gehe hier auf den Austrag mit Minus rein. Das ist ein Banger. Ein Banger. Jetzt fahr doch mal, du Arschloch. Hey, wo hast du deinen Führerschein gemacht? Fahr doch mal, du Arsch. Ehrlich. Mahlzeit. 1:27. Auch sogar vorwärts rein. Hast du das gesehen, Melina? Hast du gesehen, wie ich hier durch die Gegend gefahren bin? Wie ich das alles koordiniert habe? Ja. Das kommt nicht von irgendwo. Nein, okay, Melina fährt eine Runde. Das ist wie in echtem Leben. Ist aber schwieriger, sag ich dir ehrlich. Warte, dann machen wir im Auftrag, weil wenn ich ein Auto kaufe, ja, es reicht ja, dass du meine Felgen im Real Life kaputt machst. Du musst es hier nicht auch in Simulation machen bei meinem Auto, okay? Welche Felgen? Die Felgen, die unten stehen in der Garage. Ja, von 4 Felgen sind 3 im Arsch. Und hier haben wir den Grund. Also, warte, hier ist... Mach mal den Motor an. So? Du musst da lang, du drückst die ganze Zeit. Ach so, hier um die Ecke oder was? Ich check's nicht. Da ist doch das Navigationsgerät. Das ist aber cool. Das wird teuer, hä? Was machst denn du da für eine Scheiße? Oh mein Gott, das war... Okay, fahr mal aber da lang. Also. Hä? Da? Ups. Wieso bist du nicht da rausgefahren? Hä, du meintest doch. Das ist ja Gas, da kommt man eigentlich immer über die Bordsteine drüber. Was für ein Bordstein? Du bist dann komplett dagegen. Es würden dann eine Strafe in Höhe von 12.000 Euro fällig. Das ist deine Schuld. Okay, fahren. Geradeaus oder links? Du siehst doch das Navi, Mann! Ja, aber... Da rausfahren! Aber jetzt geradeaus und dann links oder hier vorne zwischen den Säulen? Jetzt mal ganz kurz. Du siehst es doch selber. Du kannst doch fahren. So, als wenn du rausfährst. Seht ihr, Chat? Seht ihr? Was für links? Ja, hier jetzt links. Ach so, ja. Mein Gott, Chat. Ich dachte, ich bin in der Garage. Da lohnt es sich ja eher. Egi! Warte kurz. Mann! Nee, ich wurde noch nie reingelassen. Ja, genau. Okay. Ja, genau. Soll er warten? Soll er warten? Ich hab den Chat gelesen, Mist. Ihr seid ein bisschen leise, erst liegt am Mie. Ups. Jetzt muss ich irgendwas einschätzen. Unfall verursacht, was super. Ja, weil du mir die Kamera umstellst. Stopp! Alles klar. 27 Tacken? Maut. Du machst aber voll die komplizierte Strecke. Sowas bin ich noch nie gefahren. Siehst du, was ich hier fahren muss? Die passen dir schon an die Skills der Fahrer an. Wir sehen ja, wer jetzt am Steuer sitzt. Hier, Kapitän. Das läuft gerade? Die Bier, wollt ihr schon sehen? Läuft. Was? Och, scheiße. Ist scheißegal. Let's go, danke für 5 Flaschen. International.
Du fährst auch mit Prozenten. Was fährst denn du für Schlangenlinien da? Bist du ja, bist du betrunken? Mich abgelenkt. Bist du betrunken? Was machst denn du da? Jetzt fahr den Lachs zu Ende, okay? Ganz professionell zu Ende fahren. Eli, ich höre dich kaum. Ich höre nur Musik. Alter! Der fährt aber auch echt lahmarschig vor mir. Fährt, ich weiß, aber wenn man mal zur Seite guckt, dann achtet man gar nicht mehr auf die Spur. Also, ist nicht wie so im echten Leben, dass du das so vor dir hast. Wisst ihr, wenn man... Bremsen! Ich bremse doch! Nicht weiterfahren. Lass ihn weiterfahren. Passt. Der hat es gar nicht mitbekommen. Du musst spiegelverkehrt. Ach du Scheiße. Könnte der falsche Ansatz sein. Was meinst du? Ey, was ist das? Das ist voll schwer. Scheiße. Du musst in die andere Richtung. Nein. Andere Richtung. Ja. Weiter. Nein. Doch. Nein. Doch! Nein! Komplett! Ja, lass es mal geschehen. Nein. Du sagst doch komplett nach links! Nein! Melina, bitte. Jetzt entspann dich mal. Eli, das war aber rechts! Die Fluppe entscheidet den ganzen Lachs. Du hättest vorhin das eindrehen müssen. Du musst spiegelverkehrt denken. So, es ist jetzt komplett nach rechts. Ja, mach mal. Ja, wir müssen wieder nach vorne gleich. Jetzt machen wir nach vorne. Machen wir ein bisschen nach vorne. Wir kommen nicht rum sonst. Wie nach vorne? Fahr nach vorne. Warte, nicht so schnell. Es muss gerade sein. Mach. Kannst du gut einfahren? Stopp. Nö, ich kann es auch nicht, aber ich glaube, ich habe es verstanden. Das ist die falsche Richtung, Eli. Ich glaube nicht. Mach. Fahr. Das ist die falsche Richtung, Eli. Das ist die falsche Richtung. So, warte. Mach. Gib Gas. Ja, du hast es. Gib Gas, Ernie. Nicht zu viel, weil du musst wieder lenken. Anders lang. Es geht nicht mehr. Mach. Vertrau mir. Wie kommst du auf anders lang? Keine Ahnung. Stopp, nicht so schnell. Ist das krass. Okay, wieder geradeaus. Mach. Okay, warte, falsche Richtung. Deine Kippe ist runtergefallen. Wo ist meine Kippe? Oh mein Gott, Chat, ich schwitze, wirklich. Ich schwitze wegen diesem Spiel. Ich fahr. Ja, okay, wir haben wieder verkackt. Mann, ich kann nicht mehr. Ich geb auf, ich will das Also, nicht. Wir müssen jetzt nach links lenken. Gib mal, mach mal, Gas. Ja, ich drücke. Warte, ich komm nicht ran, Mann, das ist so weit weg. Rückwärts. Ja, ich hab so gegen den LKW. Mach jetzt, dann ist es halt so, dann gibt's ein paar Schrammen. Mach. Okay. Vorwärts. Wieder vorwärts. Ich lenke gerade nicht. Eli lenkt. Du musst fahren. Ich fahr doch. Okay, stopp. Eli, du hast fahr schon nein. Die Ausgangslage. Fahr weiter, ist gut. Übrigens, für die Leute, die zugucken und ganz normal Auto fahren, das ist nicht wie normales Einparken. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal einen Traktor eingeparkt hat oder einen LKW. Das ist so, du musst es an, das ist anders. Es ist nicht wie einfach normal einparken. Du musst das ich check selber nicht. Ich glaube, ich komme gegen. Nein. Doch. Gib Gas. Nein, einmal noch. Ich schwör's dir, das ist manchmal quatschig. Jetzt hättest du es geschafft. Melina, du hattest es krass. Jetzt, ja, gut. Ja, sollen sie ein bisschen Platz machen. Ich schwöre, aber du hättest es gepackt. Jetzt fahr rückwärts und einmal kurz vor Ende musst du in nach rechts drehen, sozusagen. Ich hab's geguckt. So, ne? Nein. Doch. Ja. Ja? Noch weiter? Warum lenkst du denn immer gegen? Lass es doch so. Du machst es richtig und dann lenkst du entgegengesetzt. So? Nee, du verkackst. Nein, mach ich nicht. Okay. Fahr. Du lenkst, ich geb nur Gas. Fahr. Ich komm nicht so gut ans Gas, wenn der Sitz so weit hinten ist. Mach Gas. Mach Gas. Ja, genau. Ja, und wer hat das alles vorbereitet? Ja, du machst es richtig und dann lenkst du wieder falsch. Ja, ich weiß auch nicht. So. Ja, geschafft. Und wie viel haben wir verdient? 31.000 haben wir mitgenommen. Siehst du mal. 12.000 minus noch? Also habe ich 20.000 für dich verdient. Aber ich sag ehrlich, am Ende habe ich es verstanden mit den Gegenlenken, aber wenn man das vorher nicht weiß, dann ist das wirklich schwer. Guck mal hier, bewertet. 1,7 bewertet. Guck mal, was wir für ein stabiler Fahrer 1, sind oben rechts. 1,7 von 6? Ich glaub schon, ja. 153.000 haben wir. 153.000. Da werde ich morgen einen fetten LKW kaufen. Sie fragt mich, war sehr scheiße.